Tja, jetzt nehmen wir auf. Tja, tja. Ja, das Wahrzeichen des Schanzenviertels ist der Wasserturm. Das Schanzenviertel befindet sich im Prinzip ja um den Wasserturm herum. Ja. Für den Wasserturm, der seit Jahren leer steht und sich im Besitz der Hamburger Wasserwerke befindet, liegen zurzeit vier verschiedene Nutzungsvorschläge vor. Das mit 600 Plätzen und einer eigenen Tower-Brauerei über einen Kreativtower bis zu einem Museum für zeitgenössische Kunst, in der eine Sammlung von Professor Vogel, Hochschule für Bildende Kunst, gezeigt werden soll. Die SPD favorisiert zurzeit den letzten Vorschlag, im Turm ein privates Museum einzurichten. Der Schanzenpark ist für viele Erholung und auch hier soll saniert werden, was eventuell für die Bewohner nicht was Positives bedeuten würde. Zu befürchten, dass im Namen des Standorts Hamburgs das Schanzenviertel sehr viel zu leiden haben wird. Hierzu sei nur die Messeerweiterung als Beispiel angeführt. Wäre auch die Ruhe im Schanzenpark keine Ruhe mehr. Auch alternative Kleinkunst findet man im Schanzenpark. Allerdings auch den Polizeisportverein. Das Schanzenviertel wird zurzeit saniert und neu gebaut. Überall an Orten sieht man Baustellen, die zu einer Verschickerung des Stadtteils führen sollen.
leider auch. Kanzelviertel kriegen aus irgendwelchen sehr seltsamen Gründen immer wieder Spielhallenbesitzer Konzessionen. Obwohl es in Hamburg ja keine Konzessionsvergabe mehr geben soll, angeblich. Selbst in Kanzelviertel wurden zwischen 10 Meter Unterschied neue Konzessionen herausgegeben. Wer weiß nicht, wie nötig. Allerdings, wir haben in Kanzelviertel auch fortschrittliche Apotheken. Im Schanzenviertel gibt es verschiedene Objekte der Begierde. Ich kann doch keinen Stein nehmen. 389. Macht nix. Flora will Friedrich Kurz ein Kommerzmusical mit 2014 für Preise ab 40 Mark aufwärts bauen. In einem geplanten Restaurant hat aufgrund eines durchschlagischen Logorinthwegs Abstand genommen und wollte anstatt dessen eine Alternativbühne mit weiteren 300 Plätzen. Der gesamte Neubau kostet 35 Millionen. Die Produktionskosten für das einzige Stück von Turm der Oper werden bei 12 Millionen D-Mark liegen. 447 Parkplätze sind nötig. Kurz selbst braucht aber nur 70 zu stellen. Die restlichen Parkplätze werden ihm vom Hamburger Senat geschenkt. Die Kosten für diese Parkplätze werden zurzeit mit 950.000 D-Mark angegeben. Für diese Parkplätze werden trotz Zusicherung des Senates verschiedene Gewerbebetriebe am Schulterblatt und an der Max-Brauer-Allee wegsaniert. In die Vergangenheit werfen.